Mit meiner Schwester zusammen hat sie mich dann gerade noch so in die Wohnung hochgebracht und dort auf dem Boden, also dort dann in der Wohnung, bin ich dann noch bis in mein Zimmer gekommen und dann bin ich dann wortwörtlich zusammengeklappt und das nennt sich, wie wir jetzt heutzutage wissen, ein Traumaschub. Die ganzen Geschichten, die ich als frühkindliches Kind erlebt habe, sind dann hochgekommen. Oder besser gesagt, wie es dann die Ärztin formuliert hat, der Deckel wurde angelupft, weil ich hätte da wahrscheinlich noch nicht mal einen Bruchteil von dem, was ich erlebt habe, erlebt. Aber ich bin dann auf jeden Fall auf diesem Boden gelegen und habe dann nichts mehr mitbekommen, habe gezittert, habe geweint, habe brasilianisch gesprochen und war total das Wrack. Also es war wirklich wohl schlimm. Es war sehr schlimm und vor allem war es eine Situation, auf die wir alle nicht vorbereitet waren. Und ja. Und dann war es dann so, irgendwann nach, glaube so 1, 2 Stunden oder irgendwie so einem Zeitraum, bin ich dann wieder zu mir gekommen und ich habe den totalen Blackout. Ich kann es sagen, wie es ist. Ich kann mich an diesen Tag so gut wie nicht mehr erinnern. Ich erzähle euch das jetzt alles nur aus der Erinnerung von dem, was die anderen mir erzählt haben. Und ja, damit sind wir jetzt übrigens offiziell bei Teil 3 meiner Lebensgeschichte. Wir sind jetzt offiziell angekommen. Das ist jetzt der erste Teil von Teil 3. Womit wir jetzt übrigens schon bei der Strichliste sehr weit vorgekommen sind. Also, ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann erstmal, ja, wir wussten alle nicht, was los ist. Und meine Mutter hat dann, also es war dann also wirklich so schon mal so eine Hilflosigkeit in der Familie vorhanden. Aber ich glaube, ein Teil von uns ist davon ausgegangen, also ich zumindest, ich kann sagen, ich bin davon ausgegangen, weil ich mich danach wirklich furchtbar gefühlt habe. So, damals hatte ich noch Gefühlsregungen, aber ich bin mir, also stärker als heute, heutzutage nicht mehr so. Da bin ich davon ausgegangen, dass ich das nur ein einziges Mal erlebe, aber ich sag euch jetzt, wie es ist. Das Ganze, ich glaube, 1,5 bis 2 Jahre war das immer und immer wieder. Es ist wirklich teilweise, es war teilweise 3, 4 Mal in der Woche. Also das war wirklich, ja. Aber irgendwann bin ich dann zu einer Therapie. Wie ich euch schon mal erzählt habe, nämlich so bin ich dann zu meiner Therapie gekommen, zu meiner Anfängen, wo ich zuerst gekommen bin. Und ja, dann war es auf jeden Fall so, dass ich bei dieser, ich habe dann Therapie gemacht, aber wie ich auch schon damals gesagt habe, war es dann so, dass mir das eben kaum einer geglaubt hat, was ich da erzählt habe, was ich erlebt habe. Das, was ich damals, ich habe mich damals versucht zu öffnen und wollte meine Geschichte erzählen, aber habe immer nur zu hören bekommen, das kann ja nicht sein. Sowas passiert doch niemandem. Oder das sind wahrscheinlich falsche Erinnerungen. Es sind wahrscheinlich nicht deine Erinnerungen. Das ist dir bestimmt nicht passiert. Und ja, irgendwann bin ich an einem Punkt meines Lebens angekommen, wo ich mir gedacht habe, ich will es nicht mehr erzählen. Ich will es nie wieder erzählen, was passiert ist. Dass es passiert ist, was dadurch gefolgt ist, ja. Aber die Geschichte, was mir passiert ist, Es ist ja nicht alles, was es ist nicht alles, was mich ausmacht. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass dann meine damalige Therapeutin auch irgendwann gesagt hat, das Beste ist, man spricht, also man bespricht die Sache nicht immer wieder, weil es ist so, dass ich es einmal überlebt habe und das sei gut. Und ob ich es noch ein zweites Mal überlebe, weiß man nicht. Und ja, und dann war ich eben, wie gesagt, erstmal Blatt und bin dann auch nicht wirklich, konnte dann auch nicht regelmäßig zur Schule, weil es hat mich so fertig gemacht alles. Das war ja echt nicht einfach. Und so kam es dann, dass ich dann unglaublich das Schulhopping betrieben habe, weil wir dann immer wieder nach Schulen gesucht haben, wo es dann, ich musste dann eben wieder Schule wechseln und dann bin ich, da ich nicht, da ich ja nie wirklich eingewiesen wurde, sondern immer nur zu Hause, also ich war ambulant und nie stationär, hatte ich nicht mal, durfte ich nicht in die psychiatrische Schule gehen. Also ich durfte ein paar Mal hin, wegen, ja, ich weiß gar nicht, wieso das dann war, aber ich war dann da ein paar Mal. Und ich fand es eigentlich auch ganz gut, weil es war für mich so eine Schule, wo ich mal das erste Mal auch wirklich gelernt habe. Und ja, und das ging dann halt so ein paar Jahre hin und her und überhaupt. Und irgendwann eines Tages, weil wir ja jetzt schon zu Teil 3 kommen meines Lebens, bin ich dann aufgewacht und die ganzen Ängste, all die Probleme waren plötzlich nicht mehr das Schlimmste, was mir passiert war. Und
Ich bin dann aufgewacht und meine Welt hat sich komplett verändert. So, jetzt kommen wir mal.